Buonasera, buonasera. Was hat der da gesehen? Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Ja, morgen spielen wir bei Erzgebirge Aue beim Tabellen 17. Und wenn wir wirklich oben dran bleiben wollen, müssen wir morgen da gewinnen. Da ist ein Pflichtsieg, ein Muss beim Tabellen 17. Auch wenn es wirklich schwierig wird in Aue, es ist nicht da einfach zu spielen, aber wenn du wirklich da oben dran bleiben möchtest, musst du da gewinnen. Ja, und mich fragt man immer ganz oft, Franco, schaffen wir den Aufstieg, ja oder nein, was ist deine ehrliche Meinung? Und ich habe ja auch immer betont, ich möchte gerne aufsteigen, das ist mein größter Wunsch, aber meine ehrliche Antwort ist immer, wir schaffen das dieses Jahr leider nicht. Da fehlt zu viel bei uns, wirklich, die Kontinuität, das heißt, wir brauchen mal eine Siegesserie, wo wir wirklich mal uns absetzen, auch von unten die Mannschaften. Aber das ist alles eng beieinander. Jeder kann jeden schlagen, aber du brauchst mal so wirklich eine Siegesserie. Andere Mannschaften machen das ja auch mit einer Siegesserie. Warum schaffen wir das nicht? Warum? Sogar unser Jahrhunderttrainer Huub Stevens hat in einem Interview auch gesagt, oder ich sag mal so, ich lese euch mal vor, Stevens, unser Huub Stevens, zweifelt am S04-Aufstieg. Ja, was er damit meinte, ist, er sieht das fast so wie ich, bin ich ehrlich, fast so wie ich, bei uns fehlt noch was. Und er hat ja gesagt, wenn es nach der Prognose des Niederländer geht, steckt der S04 dann aber ausgerechnet in den Relegationsspielen gegen Tabellen 16 der Erstliga. Er sieht so, dass Schalke noch in der Relegation kommt. Denn Stevens glaubt nicht an einen direkten Wiederaufstieg seiner Knappen als Tabellenersten oder Zweiter. Er sieht die Mitabsteiger Bremen und Hamburg am Ende ganz oben. In dieser Reihenfolge. Okay, sehe ich nicht. Ich sehe St. Pauli an erster Stelle. Bin ich ehrlich, wenn St. Pauli weiter so spielt, kämpft, haben die jetzt im DFB-Pokal auch gezeigt, gegen die Zecken gewonnen. Glaube ich, St. Pauli wirst du den ersten Tabellenplatz nicht mehr wegnehmen, wenn die kontinuiert so weiterspielen, werden sie Erster. Bleiben die auch Erster und dann auch verdient, wenn die das so weiter angehen. Und Zweiter, Dritter, Huub sieht uns auf dem dritten Platz. Ich sehe Schalke nicht auf dem dritten Platz. Da Beispiel Werder Bremen. Die haben es geschafft, mit dem neuen Trainerwechsel eine Siegesserie aufzubauen. Und Stevens noch, von seinen Schalkern sei er dagegen nach dem Spiel, sagt der Stevens, nach dem Spiel gegen Kiel noch nicht ganz überzeugt. Denn S04 sieht er am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz. Ich war eigentlich ein wenig enttäuscht von Schalke. Ich fand, dass das Tempo bei Ballbesitz zu niedrig war. Das war zu wenig. Da gebe ich Huub vollkommen recht. Ohne Salazar haben wir kein Tempo mehr gehabt. Salazar hat man ja gesehen in der ersten Halbzeit, was für ein Tempo der gebracht hat. Die Zweikämpfe, in die Zweikämpfe mit dem Ball gegangen ist, an die Spieler vorbeigegangen ist. So. Aber wenn das Salazar nicht gemacht hätte, hätten wir einen Zug nach vorne gar nicht so öfters gehabt. Und da müssen sich auch die anderen Mitspieler mitbeteiligen. Wir können uns ja nicht immer auf Salazar verlassen. Der Junge, der macht so viel, aber dann fehlt ihm wieder die Kraft in der zweiten Halbzeit. Und so war das ja auch gegen Kiel. So, es ist für mich an der Verantwortung auch den anderen Spielern, den erfahrenen Spielern, dass sie jetzt auch mitziehen, dass sie die Jüngeren mitziehen, dass sie Gas geben, vorangehen. Und der Stevens weiter, ich fand das Tempo bei Ballbesitz zu niedrig, das war zu wenig. Und dann kannst du eine gute organisierte Mannschaft, wie Kiel das war, nicht kaputt spielen, sagte Stevens. Dann haben sie immer die Zeit, um die Löcher zu stopfen und Schalke hat da keine Antwort gefunden. Stimmt, man hat das in der zweiten Halbzeit gesehen, Kiel hat sich darauf eingestellt, so haben sie auch auf Salazar eingestellt und das war's dann, weil die anderen Spieler konnten nicht
konnten nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht warum oder hatten keine Spielideen. Ich verstehe es nicht. Okay, wir können auch jetzt sagen, das war das erste Spiel jetzt der Rückrunde und da müssen wir gucken, wo wir stehen. Aber wir müssen jetzt liefern. Und dann sagt Stevens doch, es sei allerdings auch erwartbar gewesen, dass der SV die zweite Liga nicht dominieren würde. Gebe ich ihm auch recht. Viele Fans erwarten, dass wir sind Schalke 04, wir sind abgestiegen und wir werden jetzt die Liga so einfach dominieren, Erster und keiner wird uns schlagen. Nein, die zweite Liga ist sau schwer. Und wenn man im DFB-Pokal sieht, wie viele Zweitligisten im Viertelfinale stehen, ey, Hut ab. Und dann soll einer noch sagen, die zweite Liga ist scheiße. Nein, die zweite Liga ist sau schwer, um den Wiederaufstieg zu schaffen. Da muss alles zusammenpassen. Stevens weiter. Wir wussten, dass das ein ganz schwieriges Jahr werden würde. Und wir haben auch gesagt, dass wir nicht sagen müssen, dass wir jetzt aufsteigen wollen. Dann weiß man, dass die Verantwortlichen gerne jetzt aufsteigen möchten, aber nicht unbedingt, wenn wir es nicht schaffen sollten, dann im zweiten Jahr. Weil wir haben ein Umbruch, wirklich ein Umbruch komplett auf Schalke, ob Spieler, Verantwortlichen, wirklich ein Umbruch. Und das ist schwierig manchmal dann in einem Umbruch sofort im neuen Jahr direkt wieder aufzusteigen. Deswegen brauchen wir Schalke-Fans, auch ich spreche mich mit an, Geduld. Manchmal, wir Schalker sind so lieben wir ja den Verein, wir sind ja schon bekloppt, ich auch. Wir wollen immer sofort wieder aufsteigen, sofort wollen wir wieder aufsteigen. Aber wir brauchen wirklich Geduld und da hat der Hüb nicht Unrecht. Und wenn das der Hüb sagt, hat das Wort. die Konkurrenz sei groß. Und dann brauchst du möglicherweise ein zweites Jahr in der zweiten Bundesliga, um aufzusteigen. Natürlich will man das nicht und ganz schnell gerne wieder in der ersten Bundesliga spielen. Aber das könnte auch so sein, dass Schalke noch ein Jahr in der zweiten Liga spielt. Und das könnte man nicht Trainer Dimitrios Gramotzis anlasten. Ich muss ehrlich sagen, dass Dimi gute Arbeit absolviert. Er ist begeistert. Das war er auch als Spieler. Ein richtiger Teamspieler. Und das macht er jetzt auch als Trainer. Gramotzis erreiche die Mannschaft. Zudem habe der SV4 mit Sportdirektor Ruven Schröder und Sportforscher Peter Knebel erfahrene Leute an den Schaltstellen. Es geht in die richtige Richtung. Und letztlich braucht man am Ende auch das notwendige Quäntchen Glück. So ist das im Endeffekt. Da sagt der Hüb es ganz genau. Den Gramotzis müssen wir auch Zeit geben. Obwohl ich immer Zweifel noch immer an Gramotzis habe. Aber Gramotzis hat das geschafft, was wir uns alle doch erwünscht haben. Dass eine Einheit auf dem Platz ist drumherum. Und das müssen wir Fans langsam auch kapieren. Dass wir uns nicht immer gegenseitig angiften müssen, wenn es mal nicht läuft. Wie jetzt gegen Kiel. Viele waren enttäuscht, greifen den Gramotzis an. Ich war auch enttäuscht. Ich wollte auch die 3 Punkte. Aber wir brauchen wirklich Geduld. Und wenn wir es dies Jahr nicht schaffen sollten, aufzusteigen, dürfen wir nicht sofort alles attackieren, alles böse reden. Es ist ein schwieriges Jahr für uns ganz Schalke, für uns Fans, für die Verantwortlichen. Ey, es wurde vieles, vieles neu jetzt auf Schalke. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Das muss man einsehen. Und ich sehe es auch langsam ein. Ich war auch immer einer, boah, ich will unbedingt aufsteigen. Im Inneren, der Innere, sag mal so, hier ist so ein Teufel und dieser Engel, der sagt, bleib ruhig, Francesco. Hey, auch wenn wir noch ein Jahr in der zweiten Liga sind, ist das nicht so schlimm. Nächstes Jahr schaffen wir das. Der andere hier, der Teufel sagt, hey, meine Fresse, wir wollen jetzt aufsteigen, scheiß drauf. Du sei ruhig da hinten links. Und der Kleine hier sagt, hey, bleib ruhig, ruhig. Deswegen an allen Schalkern, wir brauchen wirklich Geduld. Es ist schwierig, weil wer Schalke-Fan ist, weiß, wie das ist. Wir leben Schalke. Das ist ganz anders als bei anderen Vereinen. Wir wollen sofort wieder aufsteigen. Wir wollen sofort Erfolg haben. Ist leider so. Aber wir brauchen wirklich Geduld für dieses Jahr. Wenn wir es wirklich dieses Jahr nicht schaffen sollten, müssen wir die Ruhe bewahren. Und dann greifen wir im zweiten Jahr. Aber wenn wir dieses Jahr schaffen, dann geht die Party hier in Gelsenkirchen erstmal richtig ab. Deswegen sagen wir, drücken wir morgen
die Daumen. Und morgen ist für mich ein Pflichtsieg. 3 Punkte geplant. Eingeplant. Sorry, ist eingeplant. Alles andere ist eine Enttäuschung. Auch wenn wir gegen den Tabellen 17. spielen, müssen wir Respekt haben. Habe ich auch. Ich respektiere jede Mannschaft, aber da musst du die 3 Punkte morgen holen. So, schreibt ihr in die Kommentare, seht ihr das auch so, was der Hüb sagt? Ich bin seiner Meinung, dass wir Zeit brauchen, dass auch der Trainer Zeit braucht. Und mal schauen, was noch alles passiert in dieser Saison. Das wird sau, sau schwer. So, ich verabschiede mich. Ich hoffe, dass wir morgen alle ein schönes Wochenende haben werden mit dem Dreier im Gepäck aus Aue. Dann schmeckt das Bierchen besser. So, ich grüße euch. Glück auf, euer Schalke. Buonasera, buonasera. Was hat er da gesehen? Yeah!